Varys, your prince, my son, our hero, has vanquished the Slayer of the Sands. Hey! Yeah, that's it! Yeah! Er kann also irgendwie nichts, ne? Of one so gallant and chivalrous as he. Beloved Gallopolitans, yes, I captured the beast, but I did not act alone. For it was your love, your adoration that gave me the strength I so needed. Yeah. Oh, Mann, Alter. Oh, sie befreit sich. Tja, jetzt hat er ein Problem. Friends, we have no need to be afraid. Prince Varys will protect us. Yes, yes, we have nothing to fear with the prince on our side. Tektas, ja man, sieht aus wie Tektas. Your people await. Let them see firsthand the fearless desert knight you have become. Wie wär's, wenn der König selbst mal was macht? Father, Father, I cannot. Repeat after me now. A knight's word? A knight's word is his bond. His kingdom, his master. Huh? Well, don't stop. Wer ist dieser Typ? He serves the weak untiringly. Challenges the strong unflinchingly. And never retreats in the face of adversity. Interessant, dass das Monster wartet, bis er seine Rede beendet hat, ne? That's more like it. Now, my little Principu, do you want to be remembered as a miserable coward or a hero who died fighting to the end? I wish to be remembered as a knight of Gallopolis. Alles klar, als ob. Darling, you were wonderful. Amazing what you can do when you put your mind to it, huh? Huh? Wait, did you? I won't always be here to remind you what it means to be a knight, though. Better not go forgetting again, huh? Wait, a friend, where did you become so well-versed in the ways of chivalry? Are you a knight? Who, me? Don't be ridiculous, darling. I'm just a silly old jester. Wahrscheinlich ist er so ein Königssohn, der abgehauen ist oder so. Interesting. Yes, Father. It was
he who rode my horse in the Sudden National. Varys, look at me. The burden that was placed upon you. It is I who must apologize, not you. But rest assured that I have learned my lesson. And it seems you have learned something too, despite your protestations. Sir Hendrik will be happy to take one such as yourself under his wing, I am sure. Your dream will come true at last. Hendrik? Wasn't that the name of the guy who was chasing us? Oh, shit. But I am forgetting our guests. Father, it is a royal treasure, of course. But surely you agree that they have done more than enough to deserve it. Certainly, certainly. But my boy, I sold the rainbow to a traveling merchant. No, dein Ernst? What? What would compel you to sell one of our most precious treasures? Are you blind, boy? Did you not notice the grandeur with which we celebrated this year's Sand National? We made a sacrifice for your sake. Father, I... Forgive me. All I can tell you is that the merchant to whom I sold the rainbow headed west towards Gondolia. 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 This letter will grant you passage through the check. Ja, gut. Also hat er eigentlich gar nichts für uns gemacht. Wir haben zwei Sachen für ihn gemacht. Und er hat nichts für uns gemacht. Oh, a thousand pardons. I did not know that the rainbow was no longer in the kingdom. It is scant consolation, I am sure. But please, take this. Its value cannot possibly compare, but it has been prized by... It allows one to provoke distant foes into combat. And is an damit man aus der Ferne Feinde zu einem Kampf provozieren, eine hervorragende Weg, um Schlachtfelder Erfahrung zu sammeln, hat man mir gesagt. Das ist das Ding, was ich schon habe. Oh! Eine Armbrust. You have done our kingdom a great service. Wieder Dingens, wie hieß der? And that's for me. Der König. Yeah. Ah. Joffrey. interessant. Alrighty then, my friends. Wir haben jetzt 21 Uhr, ich würde sagen, ein Stündchen machen wir noch bis 22. Puh, und wir gehen nach Westen. Willst du mal auf 22 Uhr ausbestellen? 22.15 Uhr, so? Wenn du das Schloss verlässt, geh geradeaus, da steht ein Typ, der gibt dir eine Sidequest, wo du in Gebieten 5 versteckte Ziele treffen musst, kriegst als Belohnung Samen. Oh, okay. Sehr guter Hinweis. Dankeschön, Dark Messias. Was soll ich bestellen? Du hast doch gesagt, dass du einen speziellen Burger oder Kebab, was auch immer, wie hieß der? Zeig mal. Der. Easy Kebab? Ja. Echt? Was willst du davon bauen? Ein Kebab? Ja. At last! Mit Donuts! I was beginning to think you had snuck out through the state store. Was hältst du davon? Muss der immer turnen, der Junge? Hey! You again. Hey! Ja! Tada! Oh, don't be coy, darling. I want to come with you, of course. No. You should never have told me about your heroic quest if you didn't want me to tag along. So. Damage. Mm-hmm. What are you talking about? You can't just decide to come with us. This isn't a game.
Believe me, honey, I know it isn't. Nimm auch den. Mit scharfer Soße? Ja, ist nicht so scharf. I've seen my fair share of fun and games on my travels. What kind of jester would I be if I hadn't? Nee, ich hab hier. Ja, Cola. Nimm das, was du willst. Jede Menge Spiele und Spaß erlebt. But I've seen tragedy too. People attacked by monsters, all kinds of awful things. You know, my dream has always been to build a wonderful theater. Somewhere I can put on perform. But how can I do that if this dark one of yours is going to be out there making people's lives awful? Hat der Typ irgendwie auch. What I'm trying to say, darlings, is that we all want the same thing. Der ist irgendwie strange, der Junge. Das ist ein bisschen oberflächlich. Der Böse darf die Welt nicht zerstören, sonst kann ich kein lustiges Haus machen, wo ich die Leute zum Lachen bringen kann. So, Digga. This guy really doesn't take no for an answer, huh? Warum? Guess I'm part of the gang now. Yay! So, tell me. Okay. Well, to get to Yggdrasil, we're going to need the rainbow. Also, and it seems that a traveling merchant has taken it to Gondolia. Ah, ja, gut, nein. Nun, um Yggdrasil zu erreichen, benötigen wir einen Schillerzweig. Warum verkauft man sowas? Gondolia. But honey, that's a port town. He's probably hopped on a boat and set sail by now. That's true. Well, then we'll have to buy tickets for the ferry, and... The ferry? Please, darling. We don't have time to be riding in the ferry with the little people. Mm-hmm. Well, what's your bright idea, then? I was thinking, a sheep of our own might be more... Yo, man bekommt in diesem Spiel auch ein fucking Schiff. And luckily for you, I happen to have picked up a lovely little number in the end of season sale. What? You've got your own boat? That's amazing. You're going up in my estimation by the minute. You'd really be willing to let us use your ship, Mr. Sylvander? But of course, sweetie. That's what friends are for. And guess where the old girl is dog, hmm? No? Why, Gondolia, of course! So what are we waiting for? The ocean? Yo, man bekommt hier auch ein Schiff. Das ist ja awesome. Krass. Renate, stolze 5 Mitglieder. An einem Kampf können aber nur bis zu 4 Mitglieder teilnehmen. Du kannst keine deine Kämpfer auswählen, wenn du im Menü verschiedene Optionen Aufstellung änderst. Reisetipps mehr darüber. Okay. Wen sollen wir rausnehmen? Okay, hat ein Schwert und eine Peitsche und ein Messer. Verschiedenes Aufstellung. Rionaldo. Wen schmeißen wir raus? Leute, schreibt mal in den Chat, wen wir rausschmeißen sollen. Sollen wir überhaupt jemand rausschmeißen? Lohnt sich Rionaldo für alle, die erfahren sind? Ich finde Rionaldo nicht so gut, okay. Was kann denn der? Ich würde gerne mal den Baukasten ansehen von dem. Schwerter, Messer, Peitschen, Geschmeidigkeit, Bühnentalent. Was haben wir denn hier? Geheimfeld, gesperrt. Stepptanz, Charme, Geschick, feuriges Solo, verbrennt einen Feind mit feurigem Odem, Angriffswaffe mit Messern, Flammenhieb, Peitsche. Oh, da war was, tödlicher Kuss. Okay, krass. Amore mio. Bombardiert einen Gegner mit Gesten der Zuneigung. Aber richtig auf sich? Nee. Amore mio. Was kannst du im Aus? Muntermacher. Oh, beidhändiger Begabung. Führen einer Waffe sowohl in der linken als auch in der rechten Hand. Ha,
Heißt das, er kann ein Schwert und eine Peitsche tragen? Oder muss es dieselbe sein? Wenn du zwei Schwerter haben kannst, wär's auch krass. Das ist krass. Sylvando ist gut als Support. Dieselbe Waffe, okay. Schon fertig gespielt? Ja gut, dann lassen wir ihn mal noch aus dem Team. Kannst du nur zu viert? Ja, wo hat dein Kopf gesteckt die letzten zwei, drei Minuten? Ich war in der Bestellung vertieft, Bro. Ich hab bestellt. Also, wir können jetzt noch eine Sidequest annehmen. Oh, wir müssen noch dem anderen Typen die Quest zurückbringen. Mit dem goldenen Kaktus-Ding. Der Hero kann auch zwei Schwerter tragen. Bedenke bloß, dass die zweite Waffe nur 50% Damage drückt. Okay. Also es ist quasi so ein Kangama, ne? Also so ein Mega-Kangama, der einen halb mal angreift. Ah, da wäre der Junge, oder? Tier mit... Oh, Spitzwund zu besiegen. Das Schauspiel wäre nett, verewigt zu werden. Aber das habe ich doch. Oh. Das Tier in mir ist eine Kobkraft, die nur von drei bestimmten Personen ausgeführt werden kann. Oh. Okay, wer kann das Tier in mir aktivieren? Brauche ich dafür Rivaldo? Nein. Rialdo? Hm. Okay, der andere war wo? Wir hatten noch einen Typ mit... Alter, das ist doch das Pferd von dem Typen. Mhm. Warum können wir das nicht mitnehmen? Wo war die blöde Quest? Ah, hier. Ja, genau. Hier war der. Die Goldklümpchen. Yeah. Gaukler. Musstest du das nicht haben für die Rüstung? Was? Du musstest doch einen Gaukler haben. Für welche Rüstung? Wo du gesagt hast, wenn du das machen willst, dann brauchst du das und das kannst du nur von der alten Map oder so. Nee, das war was anderes. Diese Tarot-Hellseherin trägt die Macht in sich, feindlichen Angriffen auszuweichen. Oh. Abwehr. Ausweichchance, 1%. Ja, egal. Aber sonst hast du 0%. 1%? Bräh. Kann man aber auf 4% erhöhen, wenn man sie boostet. Mach mal einen Boost, Alter. Dann müssen wir die aber schmieden. Ich will mal sehen, wie du schmiedest, Bro. Das Tier in mir, Hero, Eric und Serena gekräftigt. Wie kriege ich die gekräftigt? Und wo ist jetzt die zweite Quest? Du gehst im anderen Dorf, Bro. Oder? Nein. Jemand hat den das geschrieben. Hast du gesehen? Ja, aber die habe ich schon. Jemand hat geschrieben, dass es hier noch eine Sidequest gibt, für die es Samen geben soll. Und damit könnten wir halt Eric... Das wäre wahrscheinlich die, oder? Nee. Das sind halt so die Fragen, die ich mir stelle. Eigentlich ist der Cyber-Saiyan-Bloom-Modus. Ja, aber wie kommt man in diesen Modus von, ne? Wie provoziert man den und wo ist die blöde Quest? Wer hat die Quest vorgeschlagen? Ja, komm, wir gehen einfach mal jetzt dahin. Ah, der ist direkt vom Palasteingang. Oh. Da vorne waren wir doch. Vielleicht unten. Ja, aber da ist nicht der Eingang. Hier ist der Eingang. Der Boy? Der hier? Ah, da unten links. Ja, aber das ist ja genau der. Ja, eben, dann ist das die Quest. Okay. Dann teleportieren wir uns dahin. Und töten mal so einen Typen. Schaden kriegen, Schaden machen. Gibt nicht wirklich eine Taktik, wie ich gelesen hatte, also dauert die. Das Ding ist halt...
Schaden kriegen, Schaden machen. Das Ding ist halt, die hält ja nur ein paar Runden, ne? Und dass die jetzt alle drei zufälligerweise in einer Runde kriegen, haben wir überhaupt schon das Tier in mir? Ah, perfekt. Ja. So. Alter. Bruder, jetzt wird der Spitzwirn zerzwirbelt. Nein! Was ist passiert? Kannst du nicht angreifen? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, greift doch. Das Tier in mir? Ja. Okay, alle drei Ausführenden müssen gekräftigt sein. Ermöglicht es Eric, zwei Züge pro Runde zu machen und gewährt ihm obendrein einen gigantischen Attributsbonus. Ja. Weil sie sich nicht bewegen können. Ja, dann mach verteidigen. Sie verlieren schon nicht das Ding, oder? Mach verteidigen. Soll ich ihn einschläfern? Ja, mach. Geil. So. Jetzt stehst du auf, du Bastard. Du kannst ja mit dem Dingens, mit dem Rinaldo, kannst du ihn aufwecken. Mit dem Stimmungstöter, ja. Lähmung, ja. Verwirrung, Betörung. Nee, das mach ist. Mal. Das ist. Das okay, gilt nicht dafür. Fuck. Yo, kann der Junge jetzt aufstehen? Das ist gerade heftig scheiße, ne? Dass das in der ersten Runde passieren musste, zum allerersten Mal. So, Bruder, steh auf. Yes. So, endlich. Das Tier in mir, ja. Let's go. Bruh. Oh, shit. Bruh, und das am Schlafen, ne? Ich hab Schlafen! Hast du die roten Augen gesehen? Alter! Und er ist am Schlafen, ne? Jetzt kannst du die Dingens machen. Die Attacke. Er ist am Schlafen. Bro, er ist am Schlafen. Kannst du ihn noch boosten? Du kannst ihn noch boosten! Boost ihn noch! Alter! Hätte ich jetzt die Kleine dabei, könnte ich. Nein, er ist aufgewacht! Ja, scheiße. Egal. Alter, schau dir Eric an. Ja, er sieht schon krass aus. Hätte er jetzt noch zwei Messer? Bruh. Okay. Er macht den Züchtiger. Nicht? Warum hast du nicht einfach den Züchtiger gemacht? Weil der genau gleich viel Damage macht. Echt? Ja. Ah, Schlummerstoß, nochmal. Alter, so hätte ich einmal Schlummerstoß und dann gleich Züchtiger machen können. Wenn er zweimal angreifen kann. Ja, nee, dann macht er ja auf. Ah, ja, stimmt. Wonderful. Okay, krass. Alles krass. Also für Bosse heavy. So, jetzt gehen wir instant zurück zur Stadt von Galopolarus. In Verteidigung vergeht der Boost auch. Ja, ja, der Boost vergeht so oder so, je länger du im Kampf bist. Das ist so ein bisschen das Problem. So. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe mich entschieden, Serena. Ich bin kein Fan von Serena, to be honest. Muss halt der Hauptcharakter ein bisschen mehr healen, aber er ist eh nicht der Main Damage Dealer. Eric ist halt so der More Fogger. Ja, das sieht doch aus mit dem Tier in mir, weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt keinen Talentsamen bekomme, Alter, sondern irgendwie einen Stärkesamen oder so, ey, dann chlupft's. Die Karpfen. Die Karpfen, Alter. Du Karpfen, Alter. Wer konnte noch gleich? Ah, oh, shit. Hier, sie Alter, konnte entgiften. Was für eine Zufahrt. Entgiften kann ich auch, wenn sie nicht im Team ist. Das ist ganz gut. So, Bruder. Das war die krasseste Quest ever. Jetzt gib mir Anleitungsbuch mit dem Titel Pelzige Pracht. Pelzmütze, Pelzponcho. Ah, jetzt kommt noch der Samen runter, oder was? Okay. Wer auch immer gesagt hat, dass man dafür... Geh mal links rauf. Geh mal rein ins Dingens. Geh mal rein. Oh, in der Nacht darfst du da nicht rein. Natürlich. Ja. Den mit dem Samen ist wer anders. Ah, das kommt euch jetzt in den Sinn.
Geil. Alter, schau mal, die Lichter im Boden. Geil. Oh, shit. Was bist du denn für eine? Rein spaziert. Hier rein? Oh, da ist nichts. Ach so, in den Zirkus. Soll ich mal da rein versuchen? Vielleicht bist du wieder Rinaldo. Vielleicht hat man da... Was? Alle umsonst, zur Feier von Rios Heldenmut. Na los. Oh, ich kann rein? Oh, shit. Das ist Dragon Quest 8 Musik. Yo, das ist Dragon Quest 8 Musik, Mann. Krass. Haben wir hier noch irgendwie ein Item oder so? Irgendeine Truhe oder irgendwie... Lil, oh, alles Ding, klar. Ist der Prinz. Rechts, rechts von dir ist der Prinz. Oh, true? Okay, der chillt hier. Krass, das ist Dragon Quest 8 Musik. Ja, aber sonst hat's hier nichts drin, ne? Kein Secret, keine Truhe, kein gar nichts. Gibt's hier was? Was ist, wenn wir hier... Hast du gesehen, wie der Liegestütze macht? Auf einem Finger im Handstand. Alter, alles klar! Alles klar! Bro, der Typ ist Son Goku sein Vater, Mann. Damn, bro. Okay, Weißt du, was das Lustige ist? Es gibt einen Typen, der das kann. Echt? Ja, so ein Shaolin-Mönch. Alter, sein Finger ist aber voll verkrüppelt. So richtig schräg ist der Finger. Okay. Aber der kann das. Lil. Ja. Handstand auf einem Finger. Nein, Liegestütze macht er gar nicht. Nur einen Handstand, Alter. Und sein Finger ist verkrüppelt und hat sein ganzes Leben lang dafür trainiert, ne? Stell dir mal vor, der macht Liegestütze auf einem Finger Handstand, ne? Damn, Alter. Stell dir vor, was der mit dem Finger alles anstellen kann. Ich glaube, Schamage. Wiederauferstehung. Was kostet mich das? 120 Gold? Dein Ernst? Brudi, das ist eine teure Beerdigung. Okay. Willst du mich alle heilen? Das mache ich an einem Lagerfeuer. Geh mal zu dem. Zu wem? Zu dem Boy mit dem grauen Shirt da. Nicht den da, ja. Hä, der? Ja. Ist das nicht der Nebenquest-Dude? Nee, der sagt orange Shirt mit grauen Dingen. Der hätte eine... Nee, du musst eben rein und dann wieder rausgehen. Wo kommst du raus, wenn du reingehst? Unten, oder? Nein, hier oben. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Doch. Okay, lass uns mal kurz in die Haya gehen. Dann ist nämlich Tag und wir können da rein. Wenigstens kannst du den Pelzmann machen jetzt. Den wollte ich mir eh nochmal ansehen, weil der muss ziemlich krass sein. Ich meine, so eine Quest kann man ja nicht einfach nur, ne? Dann muss die Belohnung schon stimmen. Der Typ. Ja, aber dann hätten sie ja von Anfang an sagen können, dass ja. Er ist. Eine akkurate Armbrust. Ich bin Armin. Ich bin Armin. Alles von Attack on Titan. Attack on Titan. Ne? Meisten kennen mich als Armbrust-Ass. Wenn ich, das sind Armbrüste. Wenn ich etwas liebe, dann sind's Armbrüste. Alter, kann mir jemand irgendwie zwei Titten hier auf den Bizeps raufmachen? Armbrust dazu, wie was meint ihr? Seid ihr bereit zu üben, Probe zu stellen? Ja, ich wusste, dass ihr einwilligen würdet. Grundlagen erklären. Erdria. Jeweils 5 Armbrustziele versteckt. Eure Aufgabe ist es, sie zu finden und abzuschließen. Okay. 5 Armbrustziele. Hier in der Stadt? Oder? Hier in der Stadt? Ja. Wenn ihr ein Ziel seht, dann schießt einen Bolzen hinein. Darum geht es in der Armbrust-Herausforderung. Nein, wirklich?
mehreren Gebieten auf der Welt sind jeweils 5 Ziele versteckt. Auf der Welt. Begebt euch auf die Suche nach ihnen und versenkt einen Bolzen in jedem einzelnen. Sobald ihr alle 5 Ziele in einer Region gefunden und getroffen habt. Bro! Ja, nice. Der, also hoffe ich, dass der ein paar Samen gibt, Alter. Das ist ja eine richtige... Ja, besamt dich. Wenn du ihn das trinkst, besamt er dich, Alter. Auf allen Ebenen, die es draußen gibt, kriegst du dann von wichtigen Samen. Was ist das für ein Satz, Alter? Von Wichten. Ach, von Wichten. Ah. Okay. Auf allen Ebenen, die es draußen gibt, kriegst du von Wichten Samen. Was sind Wichte? Und wo sind die? Diese kleinen wahrscheinlich, die du immer siehst. Sind das Wichte? Von denen kriegt man Samen? Ja, wahrscheinlich schon. Das sind nicht die Wichte. Ja, wo sind die Ziele? Ja, die sind in der ganzen Welt verstreut, Alter. So. 5 Ziele hat's. Lass uns mal hier rasten. Ja. Oh! Ist es ein Wicht? Ja. Und jetzt musst du ihn abknallen. Schieß ihn mal ab. Kann ich nicht. Schieß mal. Mein Bogen... Leben meistern. Wie viele der Ziele verborgen in dieser Region kannst du wohl treffen? Noch sind 5 Ziele übrig. Alle 5 Ziele aufspüren du musst. Finde sie, zerstöre sie, kehre zurück hierher. Okay. Wie sehen Schmiede die... Schmiede mal gewinnens, ne? Schau mal hin da. In den Schmieden. Wie sehen diese Ziele aus? Oh, Dark Messias, das wäre richtig lieb. Screenshots mit... Bitzen, Jon, danke dir für die Resub. Screenshots mit den Positionen der Ziele. Das wäre ja geil. Nice, das so. Geil, oder? Ja. Stufenaufstieg, neue Fähigkeit bitte und dann machen wir uns die dreifach. Handelsfähigkeit, aber Potenzial um 3 erhöht. Rüstung. Okay, also jetzt haben wir eine Pelzmütze. Die gibt gute Verteidigung. Eisangriffe, oh. Also das ist alles, Pelzmütze, Pelzdings, oder? Du hast ein ganzes Pelz-Set bekommen. Ja. Alter, das ist krass. Pelz-Poncho. Gibt halt... Oh, ja. Der Schaden durch Feuerangriffe sinkt und Eisangriffe auch. Das ist krass, Alter. Und auf plus 3? Ist auf jeden Fall nice. Definitiv. Mhm. Magische Tierhaut braucht man dafür. Schuppenpanzer. Hast du gesehen? Ja, den habe ich doch schon. Mhm. Auf plus 3. Huh. Was hast du für Waffen, die du machen kannst? Moment. Kannst du den Beehänder niemanden nehmen? Ja, Sephiron kann den tragen. Warum machst du denn das nicht? Weil ich auf Schwerter gehe. Das wäre gut für den Typen da. Ja. Aber ich könnte noch ein Rapier... Oh, das mache ich. Das mache ich sogar. Ich hole mir einen Rapier für ihn. Plus 3. Genauso wie Sephiron, weil der ist irgendwie das Beste. Kann ich mittlerweile irgendwie was machen hier? Nope. Okay. Ja, ich werde jetzt eh mal die Party Aufstellung ändern. Und zwar so. Dark Messias, wenn du willst, kannst du es mir auch kurz via Instagram senden. Die Standorte. Siehst du? Alright. Also während ihr euch um die Standorte kümmert, gehe ich mal noch kurz zurück und hole mal noch einen Rapier für den Typen da. Wir sollten den mal ausrüsten noch, ne? Weil der hat ja noch mega mieses Zeug. Mhm. Yoda-Grammatik, ja, habe ich mir auch gedacht. Die kleinen Viecher. Grün sind sie auch. Genauso wie Yoda. Karten erscheint. Ja.
Er hat gerade meine Rechnung gesehen, die ich gestern bezahlte. Na, Sozialversicherung, Digga. Alter. Ernährst du alle Arbeitslosen oder was? Offenbar. Oh, oh Mann. Wir müssen den Seef ein bisschen aufziehen. Ne? So. Hat der irgendwie was Cooles? Silberplatte, Bronze, Schild, Federkappe, Häschen, Ohren, Lederkleid, Tänzerin-Kostüm, Bronzeharnisch. Ich hätte mich kaputt gelacht, hätte der Typ ein Häschen das Tänzerin-Kostüm anziehen können. So, alright. Hier ist der Rapier. Genau, den hier. Der ist nice. Der ist richtig gut. Bronzeschwert würde 67, der gibt 71. Ja, dann gib ihm mal das. Eisenlanze, Kampfpeitsche. Yep. Weißt du, was ich frage? Warum gibst du der anderen nicht mal eine geile Waffe? Wem? Ja, der anderen, der Veronika. Du kannst ja Feenstab oder so. Oder Blumenstock. Spitze, Juwel, Seelen vom Wald wohnen, Angriff, magische Macht, magische Heilkraft, MP-Absorption. Ist der gut? Ja, theoretisch kann ich den schon mal nehmen, ne? Soll ich den nehmen? Ja, dann noch verbessern auf plus 3. Das ist eine krasse Waffe für die liebe Veronika, ne? Ja, Mann. Machen wir mal. Was kannst du noch anziehen? Hast du noch irgendwas? Das Ding ist, Veronika kann sogar zwei Stäbe haben, ne? Alter. Muss mal schauen. Hier. Veronika kann zwei Stäbe haben. Also du könntest noch einen Feenstab reinmachen. Du könntest noch einen Scheißstab Alter. Machen. Aber da, ich glaube, da ist es auch eine Fähigkeit, die du dir erst, genau wie bei... Okay. Weil bei ihr ist es auch dunkel, genau wie bei ihm. Du hast mir schon zwei Locations gesendet. So, der Rapier, der passt nämlich auch ziemlich krass zu ihm. Und dann haben wir hier noch ein... Ja, komm, ich gebe ihm einen anständigen Schild. Federkappe 3, die haben wir sogar noch. Die bekommst du schon her. Gibt nämlich Charme, magische Heilkraft, das ist super. Okay, das ist der erste Spot, Bro. Schau mal. Schau mal. Das ist der erste Spot. Moment ganz kurz. Oh, ich kann ihm sogar den hier geben. Templeruniform. Ja, die passt. Die passt. Geben wir ihm die Ohrringe und den Gaukler, oder? Das passt übel gut zu ihm. Und dann noch einen nicen Shield und dann haben wir den richtig nice ausgerüstet. Okay, wie sieht's aus? Teleportieren uns mal zurück. Das ist hier, schau mal. Wo sieht man den Char? Siehst du den Char? Ist das hier? Der hier? Das hier. Ah. Oder? Ja. Dann muss ich aber jetzt zurück. Das Hochland von Onzen da. Irgendwie. Ah. Okay, schmieden wir mal ganz kurz das, was ich schmieden wollte. Und dann gucken wir uns das an. Ah, ich finde das so cool, wie die alle hier so sitzen und so. Du kannst mit denen reden und... Mein Schiff wartet drüben in Gondolia. Ich glaube, nachdem wir mit dem Schiff weggereist sind, kommen wir in ein Winterland, weil wir haben gerade ein Poncho bekommen für gegen Eis und so. Das musst du unbedingt noch schmieden, ne? So, Rüstung, Schilde. Genau, so ein Schuppenschild will ich noch machen für den Typen. Kleine Schuppe Kupfererz. Machen wir. So, Finessen. Zwillingsschlag. Ja. Oh mein Gott, das war schon fast zu viel. Ja, nochmal so ein. Ja. Ja, das war ein bisschen zu viel. Hier noch ein. Geht nicht mehr. Ja, ist okay. Fertigstellen. Dürfte plus zwei sein. Ja, doch. Dürfte plus zwei sein. Außer ich hab's krass verkackt. Ja, plus zwei. Okay.
Also, für den, da braucht man magische Tierhaut und prächtiger Pelz, das, ja, ich habe ja schon ein Dingens für ihn, das passt. Templeruniform, Brombeeren bräuchte ich noch. Ah, wir haben halt nichts für ihn. Okay. Wir könnten ihm, ah, wir haben keine kleine Schuppe mehr, scheiße. Egal, dafür haben wir jetzt ein gutes Schild. Also, erstens den Rapier, zweitens den Gaukler, damit er mehr dodgen kann. Erdangriffe, ah ja gut, Erdangriffe sind nicht so. Ja, aber das trotzdem. Ja, ist okay, aber hat die niedrigste Priorität, würde ich sagen. Rapier, glaube ich, als erstes, oder? Ja. Wenn wir Glück haben, kommen wir auf plus 3. Das war krass. Schauen wir mal. Zwillings mit den Untern, die unteren beiden, noch nicht. Ich würde nur mal einzeln machen. Ja, jetzt ist das so, ne? Das ist verkackt, Bro. Warum? Oh, geil. Gar nicht. Brauch halt ein paar Schläge jetzt, aber... Wow. Ja, plus 2, ne? Ja, ich glaube plus 2. Besser geht's nicht mehr. Schade. Ja, du musst halt auch ein bisschen Glück haben, ne? Oh, plus 3. Echt? Ja. Ba, 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 bam. Ich liebe übrigens den Hoodie. Schön, freut mich. Schön, dass ihr den bekommen habt, endlich. So, sehr gut, Bruder. Vielleicht schaffen wir es mit dem Gaukler genauso. Alter, der braucht 10 Perlen? Was, das Schutzschild? Der scheiß Gaukler, Alter. Was ist der Gaukler? Der hier. Die Karte. Ach, Zwillingsschlag. Echt? Ja, Mann, das ist heftig. Alter. Geil. Also, wenn der auf plus 4 kommt, geht das überhaupt? Nee, plus 3 ist Max. Das ist zu viel. Ja. Konntest du das vorhin nicht machen, dass du weniger drauf schlägst? Kommt aufs selbe drauf. Das macht halb so viel Damage. Aha. Ich habe jetzt einen Schlag zu viel gemacht quasi. Ja, plus 2. Dammit. Du hast's mal wieder versaut, Bro. Musst du noch machen. Ja, der braucht... Ah, nee, die Zementohrringe brauchen 10, Alter. Warum brauchen die so viel? Ja, weil die krass sind. Hast du noch mehr Ausweichdingens oder was gibt's da? 25%? Nee, einfach Erdschadenreduktion. Ja, 25%. Mhm, ja. Schon einiges, ne? Charme und Abwehr auch. Ist schon ein krasses Item. So, dann probieren wir das nochmal. Kannst ein YouTube-Tutorial machen für die Ziele. Damn, boy. Machen einen einfachen Schlag da, nicht krassen Schlag. Ja. Ja, jetzt kommt es sowieso auf 3. Ja. Hätte ich das gehabt vorher, wäre es safe auf 3 gekommen. Instant. Ja, das Teil hier. Die Karte. Die Tarotkarte. Ah, hilft dir das, oder was? Hm? Hilft dir die Tarotkarte, oder was? Das ist das fürs Ausweichen. Plus 1%. Aha. Also jetzt sind es 4%. 4% Ausweichen. Ah, du hast nochmal verbessert. Ja, ja. Weil ich nur auf plus 2 kam. Aha. Du musst halt dann einfach nochmal 4 Perlen rein investieren, sag ich mal. Zementoringe willst du auch noch, oder nicht? Sollen wir die? Musst nicht unbedingt. Ich würde halt eher ihren Stab. Ne? Den Stab. Ja, stimmt, mach den haben wir auch gar nicht. Ja, klar. Ich weiß halt gar nicht, wie viele Punkte wir noch haben. Ja, aber 6 haben wir noch. Ja, der Stab ist wichtiger. Ich bin nur halb im Bild, sorry. Zwillingsschlag.
Oh, krass. Da unten auch noch? Hä, warum ging das jetzt nicht? Okay, ich glaube... Der wird plus 3, Alter. Echt? Ja, ich glaube ja. Ohne Witz? Ja, ja. Hervorragend ist, glaube ich, plus 3. Yeah. Nice. Alright, Leute. Ich möchte nur noch ganz kurz den Eric auf ein neues Level bringen, weil er braucht noch 500 EP, das heißt zwei von den Lappen hier. Ja, der resistet das. Oh! Ja, die bringen mir immer mehr. Leute, wenn ihr einen guten Lieferanten habt, dann schreibt denen auch gerne mal gute Bewertungen. Denn ich habe meinem Lieferanten so eine krasse Bewertung geschrieben, dass er mir seit da immer ein Getränk schenkt. Na, seit eh und je. Also, kann man auch mal loben, die Boys. Oh, das ist so viel? Alles klar. Oh, Level up. Ja, Veronica. Krass. So, und jetzt noch so einen. Und dann ist der Junge. Oh. Ja, der flieht. Die fliehen alle. Die sind zu schwach. Echt? Ja, ja. Er macht einen Drachen da oben. Also, sie sind wirklich zu schwach oder was? Ja, sie fliehen, weil sie zu schwach sind. So, wenn sie schwächer werden als du, dann hauen die ab. So. Alter, Eric ist schwach gerade, ne? Der stirbt gleich. So, machen wir mal so. Mach doch zumindest die Ziele noch. Willst du noch das mit dem Ziel machen? Das ist ja nur ein Teleport. Eigentlich. Ja, aber es sind 5 Ziele, die wir alle holen müssen und dann noch abgeben müssen. Und bis da ist das Essen kalt, Leute. Ja, der resistiert auf jeden Fall Feuer. Ja. Oh mein Was? Gott, alles klar. Ich habe Eric gerade noch in der Runde geheilt. Ja, komm, scheiß auf den Bastard, ey. Bekommt Eric jetzt keine EP? Das wäre mega ätzend. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass er EP bekommen hat. God damn it. Und niemand kann wiederbeleben. Das ist so scheiße. Fabulous! Warum musste der jetzt noch den Typen killen, Alter? Das verstehe ich jetzt halt wieder nicht, ne? Ätzend. It's a me. Ja, warte kurz, lass uns draußen essen nachher. Nee, ich mache eh nicht dreckig, Alter. Ja, du bist ein richtiger Bastard, ey. Leute, wenn der Junge, wenn ihr dem eine Chips-Tüte gebt, ne, könnt ihr das Zimmer einmal komplett renovieren, Alter. Also die Idee vor allem mal guten Sex gehabt. Oh, shit. Da hinten war's. So unnötig. Ich komm jetzt gut, Gräberbiss. Was? Gräberbiss. Ja, es ist wieder mal Zeit, Leute. Der Junge muss ins Bett. Ist mal wieder soweit. Oh, shit, Mann.
So, nein, nicht plaudern, Digga. Oh, come on. Heilen. Danke. So. Okay. Jetzt gehen wir kurz vor die Tore und klatschen da was auch immer rein. Vielen Dank, Feier Susanne, dass du für mich das Männchen aufgenommen hast. Yo, Bekoga. Oh, shit, Alter. Ich merk's langsam richtig, ne? Ja, ja. Der merkt sie jeden Abend, der Junge. Ich will euch nicht erzählen, was der gestern gemacht hat um die Zeit. Nichts, was denn? Ja. Nicht mehr viel. Ja, ja, aber eine Stunde später, Bro. So. Ein Schlammerstaus. Ska. Peng. Peng, peng. Peng, peng, peng. Alter, warum stirbt er nicht? Der ist ja heftig. Don't say I didn't warn you. Scoop. Der Start macht gut Damage. Mhm. Geil. Was willst du denn jetzt noch genau machen? Den? Oh, Rialdo hat ihn überholt, weil er gestorben ist vorher. Ich will nur den Eric noch ein Level leveln, damit ich die scheiß doppelten Klingen hab. Die miesen Mümmler. Und die Superattacke von Rialdo. So. Scoop. Sieh fürs Real Life Stories. Heute. Rabo und Digitstit. Alter, die macht übel Damage, Mann. 42? Ich habe ja schon mal so ein Ding bekommen. Wie hieß das? Yeah. Wer hat mir das gemacht? Ich glaube Slither. Hab mir doch das Bild gemacht. Rabo und die Rückkehr der Monitore oder so? Irgendwie sowas war's? So, beidhändige Begabung. Bam. Echt jetzt? Geil! Yeah! Monsterleder, Den Rest mache ich beim nächsten Mal, beziehungsweise offscreen. Bisschen equippen und so. Alter. Mach jetzt noch einmal. Gib dir mal. Schlaf den ein, aber kill den nicht. Ich will mal so einen richtigen Angriff sehen. Mit Verteidigung. Bin mir nicht sicher, ob der überhaupt noch einen tankt jetzt. Doch. Bruh. Guck dir den Ninja an. Oh nee. Alter, keine Chance. Hat er gerade 44 und dann nochmal 20 gemacht? Ja. Bruh, sein Angriff wurde gerade verdoppelt. Vorhin habe ich 30 gemacht und ihn eingeschläfert. Yeah. Jetzt habe ich 40 gemacht und noch was. So, Drachenhieb auf Chimäre, das dürfte... Oh, okay, das macht nichts. Machen wir Knirsch, ja. Ich probiere es nochmal mit dem Typen. Oder? Machen wir mal feurige Solo. Ja, also 30, 40 überlebt er safe. Krass, Alter, ja, der macht 60. 54 Punkte mit einem normalen Angriff. 60 Damage war das. Another one bites the dust. Ah, er hat's gesagt, Alter. Er hat's einfach nochmal gesagt. Ja. Krass. Und mit diesen Worten beenden wir die Folge oder die Session. Nee, verdoppelt ist nicht, du hast bloß eine Waffe mehr, die 50 Schaden drückt, also 50% Schaden drückt. Ja, ja, aber vorhin hat der Schlummer-Hit irgendwie 35 Damage gemacht und hat's überlebt. Jetzt hat der erste Hit schon über 40 gemacht und der zweite hat nochmal irgendwie 4, 25 gemacht. Also insgesamt war der Damage schon verdoppelt. So. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wie gesagt, Freunde, das war's. Ich werde jetzt offscreen alles schön equippen und beim nächsten Mal geht's genauso weiter mit der Story etc. Und dann wird richtig massakriert, Alter. Jetzt haben wir einen Gruppenmitglied mehr, der Angriffe boosten kann. Und jetzt haben wir zwei Giftmottenmesser auf plus 3 mit Eric. Puh, das wird heftig. Alright, Freunde, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Daumen und so, ihr wisst Bescheid. Bis dahin und tschüss.